Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, man glaubt es kaum, Modern Skyblock 2 mit Heiko. Hallo. Ist denn schon wieder Weihnachten? Guten das Tag. Das gibt's doch gar nicht. Noch einmal duschen und dann kommt schon die nächste Folge. Genau. Da war jetzt ja locker mal mindestens ein Monat Pause bei uns oder so. Yes. Oh yes. Gerüchte sagen, es liegt daran, dass Heiko mit dem Bau von Minecraft Magie und mit seiner Krankheit beschäftigt war. Also er war halt krank, also nicht mit seiner, also er war einfach nur krank. Ja, eine Woche krank, eine Woche weg, eine Woche Magie und dann war schon wieder ein Monat rum. Ja, richtig. Und jetzt sind wir auch wieder zurück und haben auch gestreamt und viel Fortschritt gemacht. Und ich glaube, den Anfang, den sieht man da drüben und den erzählst am besten du. Okay, der Anfang macht den Void Resource Miner Tier 2, bei dem wir gleich ein bisschen mehr einsortieren können. Können wir eigentlich wirklich machen. Also da ist sehr, sehr viel Zeug zusammengekommen. Wir haben praktisch das Ganze geupgradet. Und hier steht jetzt ein Void Resource Miner Tier 2, den wir brauchen, um Mika zu bekommen. Und Mika brauchen wir unter anderem für den oder für die anderen Sachen von den Void Ore Minern, wie auch Upgrades und sowas. Und wir brauchen es für Light Matter, was wir wiederum für andere Sachen brauchen. Light wie Quantus Matter. Chemical Dust. Oho. Alles klar, da kommt ja tatsächlich Mika vor. Das ist beeindruckend. Wow. Wow. Okay, cool. Wir sind dem Endgame eine Stufe näher. Oh yes. Beeindruckend. Wo wir übrigens auch näher dran sind, ist an der Erzüberflutung, weil der Server lief den Monat über. Oh, stimmt. Ja, das ist halt krass. Und sagen wir mal so, wir haben 400 Diamantenohr oder auch mein Favorit war, wir haben irgendwie 500 Ostiumohr gehabt oder so. Redstone-Ohr haben wir müssen nie wieder Redstone so herstellen. Und das sind ja nur die Erze, ne? Die Maschine unten, dieser Hottiger ist weggelaufen. Ja, das ist richtig. Also die wir ewig mal gemacht haben. Das Ding. Das ist auch schon verstopft gewesen und alles. Also frag mich nicht. Ich bin froh, wenn das alles durchläuft. Das haben wir auch. Wer braucht man denn hier? Okay, warte, kann ich reden? Kurs fokussieren? Ah, hier, Diamanten. 3000. Emeralds, 3000. Und Diamanten? 6000. Also, es ist so wieder dieser 24-7-Farming-Charakter von Skyblock-Projekten kommt so langsam auch bei uns an. Yes, zum Glück. Endlich mal, ey. Du hast dann gesagt, okay, lass gleich mal ausrasten und hast den ersten Brine Tower gebaut. Ja, nein. Zuerst war ja die Energiekatastrophe. Stimmt. Katastrophe. Unsere Kühe sind alle verschwunden. Genau, mal wieder. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, Solarpanels zu machen, weil die eigentlich relativ viel Energie bringen und ziemlich billig sind im Vergleich. Tschüss. Und deswegen haben wir jetzt hier, geht nicht, die ganze Menge Solarpanel. Und die erzeugen mehr als unsere alte mittlerweile schon, ne? Ja, knapp 2000 RF pro Tick machen wir am Tag. Also unterm Strich ist es nicht so effizient wie unsere alte Farm, aber sie kann nicht einfach so despawnen wie die ganzen Kühe. Eben. Genau. Und dann kam eben die Idee auf, dass wir gleich einen Fusionsreaktor bauen. Theoretisch ist es auch gar nicht so schwer. Also das wird ja eh in der 1.12 ein bisschen leichter nicht, aber man braucht nicht mehr 50 Brine Tower, sondern nur noch 3 oder so. Oder 5. Und deswegen haben wir schon mal einen Solar Evaporation oder Thermal Evaporation Tower gemacht. Ja. Der erste. Das ist ein Anfang. Von vielen, genau. Und, aber was super heftig ist, sind die Pumpen. Guck mal nach Electric Pump. Okay. Davon brauchen wir auch ein paar. Also ich sag mal so 5 Stück oder noch ein paar mehr. Oh Gott. Und für jede brauchen wir dieses Steel Casing. Nein, das ist so ein dummes Hochgecraftet. Ich glaube, da müssen wir als erstes im E-System demnächst mal ausbauen und Autocrafting machen. Yep. Das mache ich ohne nicht, ey. Das ist ja wahnsinnig. That's pretty nice. Ja, okay, ich habe währenddessen... Okay, ich dachte, ich bin dran. Nee, du bist dran. Das war ich habe währenddessen sau viele Solarpanels noch gemacht, während du schon quasi einen Schritt weiter warst. Und also die Hälfte von denen stand von mir. Und ich habe ein bisschen Maschinerie hinten gemacht, weil ich gesagt habe, hey, wenn wir so viele Ores jetzt haben, sollten wir uns mal darum kümmern, die zu automatisieren. Und das ist diese Maschine hier hinten, die macht aktuell Osmium-Clumps, was wir dann im Crusher schon mal zu Dirty Osmium-Dust weiterverwandeln können, was dann später normale Osmium-Dust ist. Also hier fehlen noch ein paar Maschinen dran, aber grundsätzlich ist das schon mal die erste Stufe für die Erzverdreifachung, die ihr alle so gut kennt wahrscheinlich. Nice. Das ist eigentlich ziemlich sinnvoll, ne? Ja, kostet auch nicht so viel Sachen, die wir noch nicht haben, lustigerweise. Was ich außerdem gemacht habe, ist hier drüben das Enrichment Chamber automatisiert, weil man da nämlich die Redstone Ores reinlegen kann. Und ich sag mal so, Redstone war davor halt immer noch sehr aufwendig über 2 Blaze Spawner und 2 Gun. Also ich glaube, wir haben vorerst keine Redstone-Probleme mehr.
Ja, hoffentlich. Nee, ich glaube auch nicht. Das also man kriegt halt 12 Redstone aus einem Ohr raus mit dem Enrichment Chamber. Ja. Das ist halt lächerlich viel. Und Redstone ist jetzt schon eigentlich unser, wenn man jetzt alle einsortieren würde, unser häufigstes Material nach einem einzigen Stream. Meine, lol. Okay, warte. Ich hatte die ganze Zeit den Ring von Botania an und wundere mich, wieso ich Kohle in mein Inventar bekomme. Ja, die wird gedroppt. Jetzt. Sehr schöner Übergang. Ey, ja, wahnsinnig. Guck mal, da unten ist nämlich Botania. Das kommt nämlich jetzt für den nächsten Kram. Kommt das Botania an den Start. Ich habe noch am Schluss ein bisschen Botania gespielt. Hättest du die Kohle nicht immer wieder eingesammelt, dann würde man hier schon, würde man hier schon sehen, dass unsere... Du sammelst sie immer noch ein. Hör auf damit. Nur die Schweine. Nee, die Kohle habe ich nicht. Doch, du hast die Kohle eingesammelt, die gerade gedroppt wurde. Du Lüger. Nee, ich habe keine bekommen. Die hat die Ding genommen. Guck, die hat sogar geschossen. Aber sie du wurde falsch Untersteller. sie wurde auch bei dir angezeigt. Ach, was auch immer. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine automatische Farm hier unten, das an diese viel zu starke Kohlefarm hier oben Ja, dann hat er nur gerade des Todes geleckt. Alles gut. Ach, das sah aus, als würde es auf meinem Kopf stehen. Ich habe mich schon gewundert, wann geht das denn in meinen Klotz? die an diese unglaublich OP Kohlefarm hier oben, die ja immer voll war, angeschlossen ist. Und damit kriegen wir so endlich Mana, was wir unter anderem brauchen, Heiko. Denn was sind unsere nächsten Schritte in diesem Modpack? Ja, auf jeden Fall Botania. Also ultimativ war es ja, was war es denn? Ach genau, Empowered Emeraldic, ne? Genau. Das war eine der Sachen. Das können wir mal kurz zeigen. Das ist nämlich jetzt, also allgemein diese Empowered-Geschichte. Wir haben ja mittlerweile Empowered Redstonia, Empowered Palis, Empowered Void und Empowered Enori und nur noch... Jetzt fehlen echt nur noch Diamanten und Emeralds. Ne? Genau. Und die Emeralds sind, glaube ich, unser nächster Schritt. Ja. Yep. Dafür brauchen wir eben Terra Steel, deswegen Botania sehr weit oben auf der Liste, was wir gerade machen wollen. Wir brauchen Poison Imbue, wofür man Items benötigt, die man durch Botania bekommen kann. Deswegen diese Farm an der Stelle. Wir brauchen dieses komische Ingot. Das war noch interessant. Das ist Oskloglas-Ingot. Was wir dafür eigentlich nur benötigen, ist das Ganze als Alloy in der Smeltery. Also es ist echt nicht unmöglich, aber es braucht unter anderem halt Refined-Sachen. Und dafür brauchen wir noch, also das ist auch einer der Dinge, die wir den nächsten Streamer da wahrscheinlich mal angehen müssen, weil er nicht so billig ist, den Osmium-Compressor. Yep. Obwohl, also würde der kein Steel Casing brauchen, können wir den auch jetzt schon machen. So ist es ja nicht. Der ist halt nur nerviges gecraftet, ne? Ja. Und das letzte Item, wo ich noch nicht genau weiß, was sie damit meinen, ist das Essence Clay Bucket. Ja, das führt halt wirklich nur eigentlich ein Essenz, oder? Ja, meinen die damit wirklich so die Essenz, die du bekommst, wenn du wie denn? Meinen die damit wirklich, tötest, oder? Ja, meinen die Mob-Grinding-Essenz. Ich meine, hier ist ja Industrial Fork Going drin. Ja. Ich weiß nur nicht, wie der Grinder heißt. Das kann sein. Der Grinder. Das sind die so dumm. Die Mod hat alle Maschinen umbenannt. Also es ist ja eigentlich nur Mine Factory Reloaded. Ja. Aber alle Maschinen heißen anders. Und das wurde genervt. Oh ja. Aber nicht so arg. Das können wir auch schon machen. Also es ist auf jeden Fall, Emeraldic ist so eine Sache, wo ich glaube, dass wir es im nächsten Stream machen können. Ja. Und, es ist Nacht. Oh, es ist Nacht. Dann lass uns schnell hochgehen. Ich rede währenddessen kurz noch fertig. Yes. Und den ganzen Spaß brauchen wir, weil es das einzige Item ist, was wir noch nicht einfach so herstellen können für den Fusion Reactor Creeper. Creeper! Oh. Für den Fusion Reactor was auch immer. Ja, warte, können wir die irgendwie runterlocken? Ja. Ah, sehr schön. Gut gemacht. Glück gehabt. Yes! Er wird angezeigt. Er funktioniert. Das haben wir übrigens auch noch gebaut. Alter. Wie geil das aussieht. Das ist schon sehr, sehr episch, Alter. Ach, diese Strahlen von den Säulen hier oben runter. Mhm. Das ist die nächste Stufe vom Altar. Das hat Heiko noch währenddessen gemacht. Dafür musste er dieses Ding hier bauen und diese Items hier reinlegen. Voll begeistert, total vergessen zu erzählen, um was es jetzt geht. Ja, ne? Also, hey, Moment mal, das habe ich noch nicht gesehen. Ja. Das dauert übrigens, glaube ich, 40 Sekunden, der Prozess oder so. Okay, ich dachte mir gerade, am Anfang war es cool, jetzt dauert es einfach nur lang. Mhm. Ja, das ist trotzdem cool. Aber wie ich gerade schon gesagt, das ist irgendwie doof, dass er
Man braucht für die jeweiligen Crafting-Altars hier immer so eine Struktur außenrum. Aber die ist nicht upgradebar. Das ist irgendwie total dumm. So bei Blood Magic zum Beispiel hat man den Tier-1-Altar und den lässt man stehen und baut den Tier-2-Altar einfach weiter drumrum. Aber hier muss man einen kompletten neuen Altar bauen. Oh! Wow. Der Celestial-Altar. Der sieht schon ziemlich geil aus, oder? Yep. Ja, GG. Tschüss. Er wird halt nicht gedroppt. Ja, das wäre ein bisschen doof gewesen. Oh, sehr schön. Achievement. Thank. Ich glaube, ich muss den auch mal ins Inventar nehmen, damit mein Buch mal geupgradet wird. Ja, mach mal. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Oder so ein Rice. Sehr ganz gut. Ist mein Buch geupgradet automatisch? Nee, ich hätte wahrscheinlich die Vorstufe in die Hand nehmen müssen. Hahaha. Ja, scheiße. Okay, dann ist das aber jetzt meine Wolle. Ja, ist halt wirklich so. Also ich kann hier drin kein Astral Sorcery spielen, weil ich hänge jetzt immer noch bei Discovery fest. Ich habe jetzt noch nichts Neues freigeschaltet. Ja, das ist doof, ne? Na, nervig. Aber das ist in Ordnung. Darüber sehen wir hinweg. Sehr schön. Ja, und damit haben wir jetzt wirklich, also die Emeraldic-Geschichte kriegen wir auf jeden Fall hin. Die Diamantine-Geschichte wird auch nochmal demnächst spannend werden. Empower, na, kann ich noch schreiben? Kann er noch schreiben oder nicht. Das und mehr. Ja, genau. Das sind halt wirklich alles Sachen, die wir noch gar nicht herstellen können. Zum Beispiel Mana-Infused Ingot. Noch nie gehört, oder? Nee. Na, oder Crystallized Menril Chunk. Nee. Den kriegen wir aber eventuell aus Menril Saplings. Also das ist wahrscheinlich das Billigste. Ektoplasma kriegt man nur durch Spirits, ne? Geil. Ich glaube ja. Der ist richtig hässlich zu farmen. Und wir brauchen einen Lepotron-Crystal. Der glaube ich gar nicht so teuer. Habe ich schon mal gehört. Ja. Also das sind so die nächsten Schritte. Die letzten Empowered-Items herzustellen, die wir noch benötigen. Den Ressource-Miner weiter abzubauen. Dann irgendwann den Fusion-Reactor zu craften. Ja, so ungefähr geht es hier wahrscheinlich weiter. Ja, ist noch ein bisschen, ne? Noch ein bisschen. Aber wir machen uns nicht schlecht. Also dafür, dass es eines der schwersten Modpacks ist, die ich je angefasst habe, so. Das stimmt. Und man merkt halt irgendwie auch, dass es vorangeht, ne? So ein bisschen. Also das Endgame haben wir noch nicht. Ja, nee, das nicht. Aber leider. Alles andere können wir zumindest schon freischalten. Ja. Schon in Ordnung. Gut, gibt es noch irgendwas zu sagen? Wir haben das Ding freigeschaltet. Wir haben erzählt, was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, was wir das nächste Mal machen werden. Ja. Ich würde sagen. Wir bauen den Altar auf die nächste Stufe. Mhm. Und ja, Bienen müssen wir eventuell nochmal noch weiter durchspielen. Das könnte noch passieren. Was müssen wir durchspielen? Bienen eventuell. Oh, und Energiespeicher brauchen wir noch größere. Das steht auch noch an. Aber ansonsten machen wir jetzt die letzten Nerf-Items quasi mit den Empowered Sachen. Und dann versuchen wir mal mit dem Fusion Reactor mal vernünftig Energie hier ranzubekommen. Weil wir haben aktuell immer noch nur 2000 RF pro Tick, was für ein 500.000 RF Rezept halt nicht allzu so viel. Mal so mild ausgedrückt. Ja. Brauchst du gerade Nacht? Nö, kannst du nicht schlafen gehen. Sehr schön. Ich baue nur den Altar schon mal weiter. Ah, okay, gut. Dann, ja, also mir fällt nichts mehr ein, deswegen würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ausgezeichnet. Heiko ist wie immer beschäftigt. So. Das ist so. Den kriegst du gar nicht beschäftigt, ja? Irgendwie nicht. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Am Kaffee wahrscheinlich. Obwohl wir schon 22 Uhr haben, aber es liegt am Kaffee. Ja, gleich kommt eh noch ein neuer mit rein. Okay. Macht's gut. Jo, tschüss. Ciao.